Jo, willkommen zu Tag 1 der Gamescom Review, nenne ich es jetzt mal. Und ja, gleich morgens beginnt es natürlich in der Schlange anzustehen. Wir waren 2,5 Stunden vorher da, was schon viel ist, da die Gamescom erst um 10 Uhr aufmacht. Und da haben wir uns ein bisschen vergnügt mit einem kleinen Ballspiel. Dann waren wir auch schon drin und haben uns erstmal zu der Let's Play Bühne begeben, wo auch gleich zu Anfang Pizmeet aufgetreten ist. Ihr wisst das doch. Kommt die GEMA wieder an.
Ahnung. Ja, wir sind irgendwie runter. Guck mal, wo
mit dem zweiten Mod geschossen. Jetzt mal kurz einen Applaus für die Sarah, oder? Ja, komm mal, hey! Und wir haben auch schon ganz schön dazu gekommen. Alle mal hinsetzen. Ja, ich habe jetzt den letzten Teil mal verschnelligt, wie man das so schön sagt, denn ja, ich zeig dir eigentlich dann nur noch, wie die dann die Mario Kart, oder wie sie Mario Kart spielen. Ja, ich kann sagen, dass Jay und der in Blau haben gewonnen. Und was er dann gekriegt hat, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall war das auch echt ziemlich lustig da bei denen. Ich habe auch mein T-Shirt Autogramme gekriegt und alles. Und das Geile war auch, wir waren ja in der ersten Reihe vorne, da hatten wir wirklich alles gesehen. Wir waren an den anderen Tagen, waren wir dann auch noch da, aber da waren wir nie ganz vorne. Also das war wirklich richtig, richtig geil. Kann man auch echt nichts dazu sagen. Aber wenn man da weiter hinten steht, dann sieht man eigentlich echt... sieht man echt wenig von Peach, muss man sagen. Deshalb, was muss ich persönlich sagen, richtig geil davon ist. Und ja, wir standen da auch knapp, ich denke mal 1,5 Stunden standen wir dann dort und haben am ersten Tag dann einfach mal ein bisschen die Messe angeguckt, haben uns dann aber bei PlayStation hingehockt und haben dann noch ein bisschen Little Big Planet 3 gespielt. Und da habe ich auch ein kleines Video, das jetzt kommt. Und ja, viel Spaß.